Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge beim Dutch Oven Bro. Mein Name ist Kai und heute gibt es leider kein Essensvideo, aber dafür ein Fazitvideo um diesen Gasgrill, der hinter mir steht. Und was ich dazu sage, seht ihr gleich nach dem Intro. Ja, ihr Lieben, eine Woche ist nun wieder vergangen und das heißt wieder ein frisches Video ist für euch am Start. Dieses Mal kein Essensvideo, wie anfangs schon vor dem Intro erwähnt. Diesmal handelt es sich um ein Fazitvideo, um den netten Grill, der hinter mir steht, um den El Fuego San Angelo mit 3 Brennern. Der Größe heißt San Andreas mit 4 Brennern und ist auch ausreichend, hat glaube ich auch noch einen Seitenbrenner, wenn ich nicht irre. Ich werde das nochmal eruieren und euch vorher hier einblenden. Ja, viele von euch hatten sich unter den, wie gesagt, Videos, die ich vor einem Jahr schon mal gedreht habe, über diesen Grill gewünscht, ein Fazitvideo zu machen und das ist heute der Fall. Ja, was soll ich zu diesem Grill sagen? Der Grill an für sich macht das, was er soll. Grillt ist natürlich auch durch den Preis gemindert etwas schwach auf der Brust, was im Winter her zu vielen Temperatureinbrüchen kommt und oder man generell nicht über diese 150 Grad Linie kommt. Ist mit manchen Sachen schwierig, um das zu machen. Gerade wenn man mit Guss arbeitet, was ich ja auch viel mache mit Gusstöpfen, ist es sehr, sehr schwierig, da auf Temperatur zu kommen und dann muss er wirklich lange laufen. An für sich ist dieser Grill wirklich für Anfänger geeignet oder halt die nicht so viel grillen. Für meine Verhältnisse her kommt er generell sehr an sein Limit ran, was ich auch wirklich merke tagtäglich, wenn ich für euch Videos mache oder halt ohne Kamera grillen möchte. Denn er braucht halt wirklich eine ganze Ewigkeit, um auf Temperatur zu kommen, die man gerne hätte. So ein schnelles, scharfes Angrillen ist halt nicht möglich, weil er keine Sizzle Zone hat oder halt kein Backburner. Man kann natürlich einen Spieß reinhängen, den habe ich auch schon parat, da wollte ich auch noch für euch mal ein Video machen. Weiß aber allerdings noch nicht, ob sich das hier mit dem Grill lohnt oder ob man dann sagt, okay, ich warte darauf, bis denn halt ein neuer da ist. Das werde ich dann noch sehen, mal eruieren. Gehen wir nun mal ins Detail an den Grill ran. Da werde ich euch mal ein bisschen ranholen und euch mal ein paar gewisse Sachen aufzeigen, was mir nicht so gefällt an dem Grill. Und ich würde sagen, kommt ran, ich zeige euch mal so ein paar kleine Sachen. So ihr Lieben, wie gesagt, an dem Grill an sich ist nichts zu bemängeln, großartig, wie gesagt, für Anfänger sehr gut geeignet, aber was mich halt sehr, sehr, sehr stört an dem Grill ist, wenn man hier mit Spülmittel bzw. auch Grillreiniger rangeht, die sagen, sind nicht einfressend, fressen sie sich trotzdem ein. Ihr seht hier, die Knöpfe sind sehr, sehr abgenutzt bzw. auch angegriffen von den Chemikalien, die da drin sind, obwohl drauf stand Bio, ne? Also da kann man sich auch nicht drauf zu verlassen. Kommen wir mal in den Innenraum rein. Ja, wie ihr auch seht, die Schrift ist auch dezent abgenutzt durch die Spülmittel oder Reiniger generell und fressen sich rein. Also es ist wirklich sehr, sehr anfälliges Material. Also es ist nicht wirklich schön. Was will man machen? Aber kommen wir mal zum Innenraum rein. Der Innenraum, wie ihr seht, ist wirklich, ja, wirklich, wirklich fertig. Die Reinigung erfolgt wirklich tadellos. Also das Emaille ist auch nicht abgeplatzt. Wie ihr seht, ist es ja auch wirklich tippitoppi. Das Einzige, was ist, wenn ich mit dem Dutch Oven arbeite, müsst ihr halt, oder wenn ihr mit dem Dutch Oven arbeitet, müsst ihr euch ein bisschen die Sachen zurechtbiegen, dass die Füße auch reinpassen. Ebenfalls ein großes Manko sind diese Aromaschienen, die hier unten drin sind, die die Brenner schützen. Diese rosten dir einfach vollkommen weg. Ich weiß nicht, ob man da wirklich besseres Material nicht herstellen kann von El Fuego oder ob die wirklich sagen, ja, der kostet jetzt 150 Euro, ihr Lieben, damit müsst ihr jetzt zurechtkommen. Ich finde, es ist nicht so, es gibt auch für 150 Euro bessere Grills. Ebenfalls hinten sind diese Nasen, wo diese Aromaschienen drin sind, die rosten euch weg einfach, obwohl man das sauber macht, trocken macht, egal wie, die brechen euch weg. Die Brenner an für sich hier drin sind super.
Die machen, was sie sollen. Hitze hinten, weiter vorne eine normale Zone, damit ihr auch ein bisschen da regulieren könnt. Aber die sind nach einer Zeit, sind die fertig. Die Brenner verlieren an Leistung nach einer gewissen Zeit. Im Winter sind sie echt nicht die Banane und die beste Sache. Auch dadurch geschuldet, dass er nicht doppelwandig ist, verlieren wir auch an Hitze. Ich habe schon selber, wie ihr sehen könnt, im Deckel eingebaut so ein Dichtungsband. Das könnt ihr ganz normal kaufen im Baumarkt für ein paar Euro. Das hilft euch schon mal, dass ihr keine Wärme verliert. Schon mal so ein bisschen. Ebenfalls habe ich unten die Fettauffangwanne ausgekleidet mit Alufolie. Da drehe ich euch gleich den Grill nochmal rum und zeige euch mal, wie ich die da reingebaut habe. Denn das ist auch ein großer Manko an diesem Grill, diese Fettauffangschale. Er macht, wie schon öfters erwähnt, das, was er soll, der Grill, aber nicht für viel Griller geeignet. Auch hier die draußen die Emaille, die hier drauf ist, die Beschichtung, die bricht euch weg, weil einfach diese Hitze, wenn ihr zu viele Hitze habt, einfach nichts ab kann. Es sei denn, ihr sagt euch, okay, der ist geil, der Grill, holt euch ein Spray, was Hitze ab kann und brennt das euch ein und lackiert es halt neu. Ich halte es nicht für notwendig, dieses zu machen, da, wie gesagt, für 150 Euro nicht viel erwarten kann und sollte. Ich habe mich sehr darüber gefreut, als meine Eltern mir den geschenkt haben und war auch für mich in dem Fall, wo ich angefangen habe, ja, der Starter, ne? Ganz klar. Aber kommen wir aber nun hinten zur Rückseite. Ja, kommen wir mal zur Rückseite. Wie ihr seht, habe ich hier links und rechts jeweils so ein paar Sachen rausgefräst bzw. ja rausgesägt, um mir nachts oder um mir das Leben mit der Fettauffangwanne zu erleichtern, was aber dem nicht so ist. Ich glaube, ich muss das Ding nochmal überarbeiten, aber es ist letztlich wirklich schwer hier rausheben, diese Auffangwanne. Die blockiert hier irgendwo, ich weiß, es muss hier oben irgendwas noch weggesägt werden. Ihr müsst das ganz komisch reinfriemeln, also da muss man echt Geduld haben. Diese Alufolie habe ich drauf gemacht, oder generell empfehle ich überall bei Fettauffangwannen mit Alufolie zu arbeiten. Damit erleichtert ihr euch das Auf- oder auch das Reinigen mit dieser ganzen Wanne. Die Folie, die ich hier drauf habe, kann ich euch nur empfehlen beim großen Discounter mit dem riesen A. Den gibt es Nord und Süd. Aber da habe ich sie her, da gab es mal ein ganz großes Angebot, nämlich auch selber für irgendwelche Barbecue-Sachen zu machen. Aber an für sich ist es gut, wenn ihr damit arbeitet, könnt ihr auch jeder andere Hersteller oder beziehungsweise Alufolie nehmen. Ja, noch eine ganz klare Empfehlung für euch, und zwar, was ihr hier links und rechts die Flächen nutzen könnt. Ich habe hier immer meinen Thermometer am Start, um halt natürlich gleich in den Garraum das zu legen oder halt generell mit den Einstechthermometer zu arbeiten. Was mir noch einfällt zu dem Grill ist, dass das Deckelthermometer relativ genau ist. Wir bewegen uns hier von maximal 10 Grad Unterschied. Da muss ich sagen, da habe ich schon schlechtere Grill-Deckelthermometer gesehen. Also das ist schon relativ genau, denn das habe ich gerade gemessen mit einem Video, was ich im Hintergrund gerade drehe, für euch separat, was ihr nächste Woche sehen werdet. Ist doch ein wirklich gutes Indiz, dass das Deckelthermometer wirklich genau ist. Denn wie gesagt, ich fahre hier gerade mit 150 Grad mit beiden Brennern, dass ich nur empfehlen kann. Also das ist wirklich gut und wir bewegen uns hier bei 10 Grad Unterschied, mehr, mal weniger, aber das kann sich sehen lassen. Ebenfalls kam eine Frage auf, was würde es kosten, wenn man einen Gussrost nachrüsten lassen würde. Damals, wo ich geguckt hatte, wo ich den gekauft habe und auch überlegt hatte, einen Gussrost nachzurüsten, lag ich ungefähr bei rund roundabout 60 bis 80 Euro. Mit Versandkosten noch on top. Was natürlich heute es kostet, weiß ich noch nicht. Das werde ich euch hier natürlich einblenden. Wie ihr euch vorstellen könnt, werden alle Preise oder beziehungsweise sind alle Preise nach oben gegangen und davon ist leider auch die Grillindustrie betroffen. Aber ich werde nachforschen und für euch das hier einblenden. Kommen wir nun auch zum Ende dieses Videos und zum großen Endfazit. Dieser Grill ist wirklich ein für den Preis guter Grill. Darf auch wirklich nicht viel erwarten und auch nicht denken, dass es ein High-End-Ding ist. Er macht, was er soll, er grillt, er hat drei Brenner, man kann mit direkter, indirekter Hitze arbeiten, man kann viele tolle Dinge darauf auch zaubern, wie ihr schon in meinen Videos gesehen habt, aber er ist nicht für viel Griller.
Für Leute, die jetzt wirklich nur sagen, ich gehe Samstag oder Sonntag mal im Garten, um halt mal das Ding und eine Wurst drauf zu legen, das funktioniert einwandfrei. Oder halt auch zu sagen, ich mache mal so kleine Experimente mit den Brennern, um halt direkte und indirekte Hitze zu machen, ist der ideal. Wie gesagt, ist eine Kaufempfehlung wert für Leute, die nicht viel grillen und die nicht viel Anspruch haben. Leute, die viel grillen, sage ich euch gleich, kauft den nicht, denn ihr werdet nicht lange Spaß an dem Gerät haben. Ihr seht auch, er rostet da, wo er nicht rosten sollte, obwohl er trocken steht. Ich mache auch eine Folie drüber jeden Tag, wenn ich nicht grille oder nicht brauche in der Woche oder ja, ihm generell vor der Nässe schützen möchte. Aber er rostet einfach vor sich hin. Dies ist einfach geschuldet daran, dass diese Materialien minderwertig produziert wurden. Ich selber nutze ihn jetzt noch eine ganze Weile, bis ich mir irgendwann wieder einen neuen kaufe. Und ja, da werde ich dann schon ein bisschen mehr Geld investieren und anlegen, weil man will ja langfristig was für haben, da ich ja weiter für euch Videos und hochwertige Videos für euch drehen möchte. Hat euch auch dieses Video hier gefallen, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Folgt mir auf Instagram, Facebook und natürlich auf TikTok, denn da seht ihr, was im Hintergrund läuft. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Kai vom Dutch Oven Bro, Dutch Oven and Barbecue.